So, und willkommen zurück zu einer neuen, wunderbaren Folge von Train Fever Season 5 Reloaded. Und ihr seht oben, und da hat sich was geändert. Und zwar haben wir jetzt hier oben den Originalkontostand, genau wie hier unten den Originalgewinn, also ohne irgendwelche Abkürzungen etc. Sehen wir jetzt alles. Und wir sehen jetzt auch, dass wir hier Minus machen. Weil wir haben noch nicht so viel gemacht. Letztes Jahr hätten wir über 10 Mille gemacht. Ach du Kacke. Wird das mal heftig. Was wir machen wollen. Erstens wollen wir mal gucken, ob wir hier noch eine Umgehungsstraße bauen können. Das ist jetzt vielleicht nicht so das Schlimmste. Wenn die hier eine Umgehungsstraße bekommen, dann freuen die sich ja auch erstmal eine Zeit. Wieso geht das jetzt hier nicht? Ach. Okay, ich verstehe es schon wieder nicht. Machen wir das auch einfach so. Manchmal denke ich mir dann auch so, jawohl, und wo ist der Fehler? Weil jetzt hier zum Beispiel gucken, sehe ich schon wieder keinen Fehler. Wieso das hier nicht ginge. Oder nicht gehen sollte. Weil wenn ich mir das jetzt so angucke, sehe ich so, hey, das geht ja. Das ist doch irgendwie ein bisschen verbuggt. Das Ganze so wie es scheint. Wieso geht denn der da runter? Wie behindert ist das denn? Ach Gott, ey, das ist doch so behindert hier ohne Witz. Stelle ich mir doch schon wieder die Frage, wieso ist denn das hier so komisch verbuggt? Ich sehe doch hier noch nicht mal irgendeine Terrain-Option, die irgendwie voll im Gleis hängt oder sowas. Oh, dann machen wir das halt so. Gucken wir einfach mal, dass wir das erstmal hier so ein bisschen ausbügeln. Dann machen wir hier halt nochmal eine Straße. Man muss das ja so komisch ziehen. Und das sollte ja auch schon reichen von der Höhe. Aha. Was? Wieso ist denn hier schon wieder Strain nicht möglich? Jetzt habe ich es nicht gemacht, weil ich dachte, okay, das geht nicht. Jawohl. Oder scheint mir auch noch ein bisschen weit weg.
Oder... Ja, wir ziehen die Straße nochmal neu. Können die meinetwegen sogar bis da unten schon direkt ran. Okay, dann machen wir das nochmal besser. So, da gibt es ja halt ein kleines Problem. Vielleicht fahren die dann jetzt hier oben rüber direkt. Würde sich halt für die anbieten, damit sie es nicht so staut. Dass sie dann einfach hier hochfahren und fertig. Weil wir wollen ja auch nicht, dass hier irgendwie Verkehrschaos entsteht, wo eigentlich gar keins sein soll. Und ja. So. Dann gucken wir mal, ob wir das hier nicht auch noch upgraden können. Das heißt, hier unten könnte man sogar... Und da ist nur das Gebäude im Weg. Dann reißen wir das einfach mal ab. Bauen das dann neu. Ja, hier machen wir... Ah, hier hat er alles gleich drin, ne? Das ist gut. Dann sollen die jetzt hier oben rüberfahren. Dann haben wir die Probleme nicht auch beiseite. Ich hätte das hier viel geiler gemacht, aber es geht ja nicht wirklich. Da fahren auch noch genug Leute. Ach ja, auf Escape entfernen wir die alle. Hier oben sollten wir vielleicht noch einen Bus draufsetzen oder zwei, drei. So. Dann lassen wir das erstmal ein bisschen rattern. Dann schauen wir uns das hier mal an, wie das aussieht. Wieso spawnen die denn da hinten, lol? 32 fahren die schon. Not bad. Jawohl, da fährt er erstmal raus. Was ich noch machen kann oder machen wollte, auf jeden Fall, war, weil wir damals die großen Güterzüge noch nicht getauscht haben, dass wir die mal tauschen. 6 Mille! 6 Mille, ohne Witz! Was habe ich verpasst? So, aber bevor die hier reinfahren, will ich erstmal kurz den Zugersatz runterstellen auf 25, damit auch ja alle getauscht werden jetzt. Ach du Kacker. Dann war das die Eisenerzlinie, die so einen Riesengewinn hatte. Aber wir werden dann gleich als allererstes mal die ganz großen Züge sehen. Und hier hinten den München-Nürnberg-Express. Da sollten wir eventuell auch nochmal einen zweiten draufsetzen, diese Folge. Und wir haben eine Produktion von 411. Beziehungsweise einen Bedarf von 411. Alter Schwede. Ist ja auch nicht schlecht. So. Genau, da haben wir jetzt gerade den Zug getauscht. Beziehungsweise sind dabei, den Zug halt zu tauschen. So, jetzt passt er nämlich in einen Bahnhof komplett rein. Es ist nicht schlimm, wir fahren 89 Güter mit dem. Güterzüge fahren hier unten, naja, 29.711.000 minus. Der einzelne macht auch einen Riesenverlust. Wir überarbeiten die Strecke wahrscheinlich in der nächsten Folge mal. Die machen Gewinne 3 Millionen, Alter. 3 Mille. Hier sieht das wie aus. 18%. Hier können wir auch schon mal den Ersatzverkehr einrichten. Und hier, der dürfte auch langsam sein Alter schon mal erreicht haben. 46 Jahre. Ja, okay. So, was waren 12 nochmal? 12 waren die kleinen mit der 100. 43 vor. Dann nehmen wir die mit hinterem Bügel und 3 Wagen plus Triebwagenkopf. Dann haben wir das auch. So, das heißt Silberling, Silberling, Silberling. Und dann der Triebwagen. So. Dann sagen wir hier einfach dann ja.
Sind jetzt hier eigentlich alle Züge getauscht? Nö. Wahrscheinlich die, die auf der Strecke waren, noch nicht. Jetzt haben wir den hier hinten. Den wollen wir nochmal machen. Das machen wir dann wahrscheinlich auch gleich mit dem anderen zusammen. Dass wir da gucken, dass wir dann alle positiv fahren lassen. Ah, ich habe über die Lok gescrollt. Ich bin mal wieder ein Hecht, Alter. Welche haben wir denn davor? Die rote. Die da. Dann mischen wir uns jetzt nochmal einen Zug dieser Sorte zusammen. So, hier waren die ganzen Wagen, ne? Zweite Klasse. So, da ist gerade mal das Spiel abgeschmiert. Gott sei Dank haben wir noch einen Save Point, der zwar etwas länger schon her ist, aber wir haben immerhin einen Save Point. Jetzt müssen wir natürlich das alles machen, was wir eben schon gemacht haben. Das ist ja nicht so viel gewesen. Das machen wir nochmal. Ja, ist ein bisschen blöd jetzt natürlich, dass das eben gerade abgeschmiert ist am Hänger. Aber dann wissen wir ja, okay, das ist schuld. Das können wir ändern. Und das muss geändert werden. Hier hatten wir, glaube ich, irgendwie mal eine Straße rausgebaut als Eisenbahn. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt darf das Spiel erstmal hier alles wieder laden. Da oben war unsere Güterindustrie oben links. Hier hatten wir erstmal die ganzen Eisenbahnen. Wir hatten hier gesagt, okay, 25, damit auch ja alle Züge sich jetzt tauschen. Auf die ganz großen. So, dazu hatten wir dann noch, den schmeißen wir eventuell bald mal raus. Wir hatten auf jeden Fall den hier. So, und da nehmen wir dann auch wieder die 143, die davor gespannt ist. Wie eben, es war ja eigentlich nicht so viel, was wir da verloren haben. Dann nehmen wir zweite, erste, zweite Steuerwagen und fertig. Dann sehen wir das schon mal fertig. Hier nehmen wir jetzt einfach mal einen neuen Zug. Und zwar ist es ja wieder so eine halbwegs lange Schnellstrecke. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Wo wir dann einfach mal nach einem Triebwagen gucken, ob man den nicht verwenden kann. Oder als Alternative haben wir einen Steuerwagen für den IC? Glaube nicht, ne. Leider haben wir nicht. Genau, da kommt jetzt der andere lange Zug entgegen. Da fährt der nächste lange wieder raus. Wir nehmen dann... Ich will... Irgendwie sind die Verhältnisse hier ein bisschen falsch durch oder durcheinander. Wenn man mal guckt, 315 Leute können in dem mitfahren. Ist das natürlich ein Unterschied von Tag und Nacht. Und da wäre die Frage, ob man hier nicht eine Stadtbahn irgendwie mal zieht, mit dem man das dann machen kann. 1,1 Millionen. Und wie viel kostet denn hier der billigste? Ich glaube, dann nehmen wir mal den hier. Oder? Ach, damit ich will es euch einfach mal antun und euch den mal zeigen. Gucken, wie das halt hier aussieht, wenn der fährt. Ich schiebe ich mal kurz nach unten. Das kann ich hier beiseite packen, ganz kurz. Obwohl, nee, das brauchen wir, weil ich dann den Zug hier suche. Der sollte eventuell sogar gleich getauscht werden. Die schieben wir auch mal kurz beiseite. Und das ist ja halt jetzt hier der Wichtige. Und der Zug kostet auch nicht so viel. Wir werden aber gleich sehen, wie der halt wirklich aussieht. Meines Erachtens war der jetzt nicht so prickelnd. Hat zwar halt einen schönen Anfahrsound und sowas. Man nimmt Dut-Dut und so, aber... Ich weiß jetzt auch nicht so wirklich, wie ich sagen soll, okay, der ist nicht okay, weil, ne, ihr seht, wie der aussieht.
Und naja, da sage ich lieber nichts zu. Es war nett. Von der Geschwindigkeit auch, weil wir können hier... Ja, ich will ja jetzt nicht sagen schnell, aber mit gemäßigtem Tempo hier runterfahren. Jetzt warten wir natürlich auf freie Wege, weil da der andere zukommt. Das ist natürlich jetzt blöd. Der hat doch ein Signal. Ach, der lässt den vor. Wie gemein. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Hier sehen wir dann unseren riesen LKW-Zug, der da lang tuckert. Jetzt könnten wir eigentlich hier die mal austauschen durch die 100%, weil die sollten ja fertig sein. Dann, ja, sieht zwar so ganz nett aus, aber nicht so wirklich unser Ding, beziehungsweise nicht der Fall von uns. Deswegen stelle ich das erstmal hier wieder runter und sage dann hier einfach den IC3 nochmal. Schmeißen wir den raus, sagen hier okay. Machen dann hier einfach das ist folgendermaßen. Hatten wir hier irgendwo noch ein Depot drin? Nö. So, da oben kommt der ICE schon. Oh, ah ne, der fährt gerade erst über die Brücke, okay. Mit 153. Das heißt also, er fährt schneller als der andere hier rum. Da war wahrscheinlich irgendeine Einstellung falsch oder sowas. Keine Ahnung. So, ich möchte jetzt aber den ICE hier drauf packen. Zwei Stück direkt. Dann haben die hier nämlich nichts mehr zu tun. Beziehungsweise wenn der hier halt entladen hat, fährt der halt zurück. Und fertig. Zwei, eins, zurück. Frage ist nur halt, in welches Depot er jetzt reinfahren will. Weil wir haben hier halt nur eins. Wieso fährt der jetzt da nicht rein? So, nur sichtbare. Der will da oben rein. Oh. Ist natürlich auch super. Jetzt blockieren die sich hier gegenseitig. Und das wird wahrscheinlich hier Haltestelle 1 sein. Genau. Das heißt also, wir können den ruhig hier drüben verlegen. Und fährt der denn? Ich will den erstmal daran vorbeifahren. Sehen, damit er dann in irgendein Depot rein kann, das nicht hier oben ist. Der blockiert jetzt hier wirklich alle Züge im Moment. Wenn man sich das dann im detaillierten Grad anguckt, wie schön der aussieht und dann den anderen da, nee, da weiß ich dann schon wieder, okay, das ist nichts. Wieso fährt denn der jetzt eigentlich nicht da hoch? Wartet auf freie Wege. Hat er doch. Was war das jetzt eben für ein Geräusch? Ich habe keine Ahnung. So, ich hoffe, der lädt mal genug hier wieder. Bei Produktion. Ah, die Produktion ist runtergegangen. Was? Hm.
69 fährt er nur. Jawohl. Was ist. Ich will hier sehen, was jetzt mit dem ICE ist, weil der soll eigentlich die Schnellzugstrecke fahren. Oder hier eine Schnellzugstrecke fahren. Oder die fährt er nicht. Weil er halt sagt, Gleise blockiert. Der wird ja auch aufs Falsche. Ach, der hat das wahrscheinlich nicht gerafft. Okay. Wenigstens hat er hier gespeichert. Hä? Okay, da war der Bahnhof wohl noch ein bisschen verpackt. Ja, dann warten wir halt, bis der zweite hier auch drinne war. Und dann kann er auch fahren. Ey, der ist so lang, der Zug. Sieht der ICE ja gegen harmlos aus. So kann man das formulieren, glaube ich. Das ist auch noch ein kurzer. Nee, das ist ein langer. 158 Güter. 160 Güter. Ja, das ist ja echt mal Wahnsinn. Ey, wir haben zwar nicht viel geschafft, aber freuen uns dennoch an den hohen Gütern, die wir hier von A nach B und von B nach A fahren dürfen. Da oben an unserem ETC. ETR 1000. Und ja, hier halt mit der Bahnhofseinfahrt. Die Frage ist 180. Wie schnell können wir hier wirklich fahren? Schätzungsweise nicht so schnell wie gewollt, aber immer noch relativ. So, wollen wir noch mal gucken, wie viel er mitnimmt. Ah, 400.000 hat er gewonnen. Und 60 Leute nimmt er zurück. Hier sollte gleich noch mal ein ETR langfahren, dann will ich mir den mal kurz schnappen. Einfach mal schauen, wie das aussieht. Wie sieht es denn hier bei unseren Güterzügen aus? 4 Millionen und 3,1 Millionen, das ist okay. Wurden der jetzt gepackt gehabt? Hanstor? Ach, Kacke. Wahrscheinlich irgendwo und nirgendwo. Der fährt 9 Passagiere. Ist jetzt auch noch nicht allzu viel. Macht 3,6 Millionen nur minus. Einmal macht oder sollte eine 1,8 machen. Oder wären wir schon ein bisschen drüber. Also das heißt, irgendwie 1 Million machen die jetzt schon Gewinn. 5 Millionen und 4 Millionen, alter Hulle. Da machen wir doch ordentlich Geschäfte. Ja gut, hier mit den Querverbindungen halt noch nicht so wirklich. Aber da ist halt die Frage, woran liegt es? Liegt es an uns? Liegt es an den Bahnen? Oder woran genau? So, dafür fahren die ICEs beide im ordentlichen Abstand. Hier rüber. Ja, das ist ausreichend. So, hoffentlich nimmt der jetzt hier einen Großteil mit. Da wäre ich schon glücklich. Ja, 53. Irgendwann brauchen wir da bald auch mal eine neue. So, irgendwas wollte ich machen. Ich weiß nicht mehr, ob das hier Ausbau war oder nicht Ausbau. Okay, die fahren getrennt erstmal da drüben hin. 142 Leute, alter Schwede. Fährt der voll oder nicht, sonst müssen wir nämlich mal die Züge erweitern. Ob das halt hier dann Pflicht ist oder nicht. Okay, wir müssen Züge erweitern. Oh ja. Entweder lassen wir noch einen neuen Zug erstmal auf die Strecke. Oder wir tauschen erstmal den anderen hier mit aus.
So, und jetzt warten hier trotzdem noch 70 Leute. Das heißt, dritter Zug muss sein. Hatten wir hier unten Depot dran? Ja. Hier wälzen wir das dann einfach so um, dass wir dann einfach noch einen Dreifachtrieb, also... Nee. Stopp mal. Der hat den falschen Hänger da. Ich will den nicht. Dass man nicht einfach sagen kann, ohne halt hier im Menü runter zu scrollen. Klar, ich möchte einen zweiten oder nicht. Ich wollte anhalten. Dann können wir das nämlich noch schnell umstellen und einen neuen Zug kaufen. Dann sollten wir da auf der sicheren Seite sein. Hatten wir nicht noch einen größeren? Man könnte den fahren lassen, aber... Bei dem ist halt, ja, 45, ist halt das Verhältnis anders, ne? Oder man steigt halt um auf Trentino zwei Stück. Dann hat man nämlich gleich 120 Leute, die man dann fahren kann statt 90. Das sollte dann aber auch reichen. Wenn ich mir die im Vergleich anschaue, fahren nur 30 mit. Der sollte auch das Alter längst haben, genau. Also ich sollte auch vielleicht Ja drücken. Das wäre dann auch nichts Schlechtes. Genau, der fährt noch die normale Größe. Ach, ich habe die Linie geschlossen. So, ich möchte nur einen Streckeneditor bzw. den Schieneneditor sehen hier. Wie sieht es bei dir aus? Details, Finanzen. Ja, ein bisschen Minus machst du halt nicht so viel. Das ist nur ein bisschen. Hier warten 128 Leute. Mit dem fahren jetzt 82 von 120. Und hier 56. Dann haben wir da halt doppelte Verstärkung. Genau, hier oben, das mit den Gütern sollte ja allmählich wieder sich einfahren. Und... Ja, hier unten weiß ich noch nicht, aber hier sollte ja auch der Zug normal fahren. Hatten wir eigentlich auf den Linien hier unten Zugersatz eingeschaltet. Oh ja, hatten wir. Das ist gut. Der Leo macht Minus. Aha. Das ist negativ für uns. Aber wir machen uns mal nichts vor. Der ICE sollte genügend Leute fahren. Geil wäre heute auch eine Doppeltraktion, aber die ist viel zu lang für den normalen Bahnhof. Das wäre einfach zu genial, eine Doppeltraktion ICEs zu haben. Aber wir kommen so halt auch noch mit den Massen klar. Sehen wir hier ja ganz deutlich immer wieder. Das war hier sehen, okay, 129 werden nicht erreicht. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann einfach hier um die Strecke mal, dass wir die eventuell mal ja, verbessern. Beziehungsweise einfach umlegen, dass wir dann halt hier irgendwie durchgehen oder sowas. Damit wir halt hier mehr Leute haben, die mitfahren wollen. Und ja, ich glaube, das machen wir dann so. Dann kann man hier nämlich auch einen einfachen Güterzug normal pendeln lassen. Dass man eventuell hier die Produktion, naja, okay, eine Stadt könnte man auch anschließen, zum Beispiel hier hinten. Dann kann man da nämlich mehr machen. Beziehungsweise hat man halt die normalen Vorzüge von einer Stadt, die mehr sind, dass halt die Produktion auf 400 ausgelastet wird. Und wir sehen ja nur 2 von 96 Gütern kommen da an. Und somit würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich bedanke mich bei allen, die wieder eingeschaltet haben und würde mich halt freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns, haut rein, bis dann und ciao.